In diesem Video zeige ich dir 5 Möglichkeiten, wie du Active Recall sinnvoll nutzen kannst und verrate dir im Fazit, welche Methode sich davon am meisten lohnt. Viel Spaß! Hi, schön, dass du da bist. Mein Name ist Lasse, ich bin Psychologiestudent an der Universität des Saarlandes. Wenn du noch nicht genau weißt, was Active Recall ist, auch dazu habe ich ein Video gemacht, wo auch die wissenschaftlichen Grundlagen erklärt werden und die beliebtesten Lernmethoden der Welt, die aber relativ ineffektiv sind. Link in der Infobox und hier oben. Möglichkeit Nummer 1, Active Recall anzuwenden, ist der freie Abruf. Freier Abruf, was bedeutet das? Naja, du rufst Informationen ganz ohne festen, spezifischen Rahmen aus deinem Gedächtnis ab. Den freien Abruf von Informationen aus dem Gehirn kannst du mit der Alles-muss-raus-Technik ganz einfach machen. Es ist nichts anderes, als wenn du dir einen Block schnappst und einen Stift und dir dann aufschreibst, was dir alles einfällt zum Thema Lernen oder zum Thema Abitur. Das kannst du halt schriftlich machen oder mündlich. Du hast hier keine spezifischen Fragen. Du schreibst einfach alles auf, was dir zu diesem Thema einfällt. Dieses Alles-muss-raus-Prinzip, beziehungsweise du schreibst alles auf, was dir dazu einfällt, kann dir dabei helfen, effektiv zu lernen. Möglichkeit Nummer 2. Du erstellst dir Karteikarten, entweder analog oder digital. Hier profitierst du nicht nur von Active Recall, weil du spezifische Fragen hast, die spezifisches Wissen abfragen, sondern auch noch von Spaced Repetition. Das ist ja nichts anderes als über die Zeit verteiltes Lernen. Du profitierst insbesondere dann von Spaced Repetition, wenn du die Karteikarten mit einem Karteikartensystem lernst. Entweder analog mit diesem Kastensystem oder digital in Anki. Karten werden dir dann immer wieder vorgelegt, wenn du kurz davor bist, sie wieder zu vergessen. Das fördert zusätzlich deine Lernleistung. Du testest dich also auf die zu lernenden Informationen und das stärkt die Verbindungen in deinem Gehirn und führt dazu, dass du besser lernst. Selbst wenn du die Antwort nicht kannst, ist Active Recall eine sinnvolle Lernstrategie. Denn wenn du etwas nicht weißt, trotzdem darüber nachdenkst, dir Gedanken machst und dann den richtigen Inhalt lernst, also die Antwort quasi der Karteikarte findest, dann lernst du diese Information schneller und effektiver, als wenn du dir vorher darüber keine Gedanken gemacht hast. Die Wissenschaftler Dunlosky und Kollegen bewerten übrigens in ihrer Meta-Analyse, also eine Sekundäranalyse vieler hunderter Primärstudien zu dem Thema Active Recall und Lernen und verschiedenen Lerntechniken, bewerten sie die Übungstests als hoch. Übungstests sind eben genau das, was du mit Karteikarten machst, nämlich du lernst, indem du spezifische Fragen hast und spezifische Antworten versuchst, aus deinem Gehirn abzurufen. Und das führt dazu, dass sich die Informationen in deinem Gehirn untereinander verbinden und du effektiv lernen kannst. Möglichkeit Nummer 3 ist eine Prüfungssimulation. Das ist ziemlich ähnlich eigentlich wie mit Karteikarten lernen, nur dieses Mal machst du ernst. Du überlegst dir vielleicht, ja, wie viele Fragen kommen in der finalen Prüfung dran, überlegst dir eigene Prüfungsfragen, du kannst teilweise Karteikartenfragen nehmen, die du schon vorher gemacht hast, oder nimmst Altklausuren. Du setzt dir eine Zeit fest, zum Beispiel 60 Minuten, am besten auch die Zeit, die du in der finalen Prüfung dann zur Verfügung hast, und beantwortest quasi unter Zeitdruck deine Prüfungsfragen. Dein Handy ist in der Zeit natürlich aus, du simulierst quasi eine Prüfung, das heißt, du hast auch nur einen Stift, vielleicht etwas zu trinken und einen kleinen Snack dabei. Und sonst bist du quasi wie in einer Prüfung. Du profitierst hier zusätzlich noch von der Enkodierspezifität, denn wenn du in diesem Rahmen lernst und dann in einem sehr ähnlichen Rahmen wieder die Information abrufen musst, dann fällt dir der Abruf von Informationen noch leichter. Die vierte Möglichkeit, mit Active Recall zu lernen, ist es, einfach Freunden zu erklären, was du lernen willst. Das heißt, du hast dir die Information schon mal angeschaut, du hast sie verstanden oder ein bisschen verstanden und jetzt versuchst du einem guten Freund, einer guten Freundin einfach die Lerninhalte zu erklären. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern einfach. Also simpel. Stell dir vor, dein Freund wäre ein 5-jähriges Kind und hat von dem ganzen Zeug überhaupt keine Ahnung. Du verwendest am besten keine Fachwörter und denk daran, in der Kürze liegt die Würze. Etwas kurz zu fassen ist oft deutlich schwieriger, als lang drumherum zu wabern. Das heißt, es kann sein, dass du, wenn du am Anfang bist, etwas zu erklären, dass du noch ein bisschen länger brauchst und dann zum Schluss merkst, okay, das Ganze lässt sich doch eigentlich in 2-3 Sätzen ganz einfach herunterbrechen. Dadurch findest du Wissenslücken. Du merkst vielleicht, ah ja, das konnte ich nicht erklären. Dann kannst du das später nochmal nachschauen und vertiefen oder direkt in dem Moment, ganz wie dir danach ist, und deine Wissenslücken so füllen. Du kannst jetzt deine gewonnenen Informationen mit anderen Informationen verknüpfen und kombinieren. Also alles in einen Zusammenhang zu bringen. Das geht entweder in einer Note-Taking-App, ganz klassisch in einem Notizbuch, oder einfach per Karteikarten. Das hat wiederum den Vorteil, dass du dich wieder weiter testen kannst und in deinem System bleibst.
Wenn du noch dabei bist, Inhalte zu verstehen, dann ist dieser Punkt vielleicht super für dich geeignet. Möglichkeit Nummer 5. Zusammenfassen nach jedem Absatz. Und zwar entweder schriftlich oder im Kopf. Es geht primär darum zu checken, hast du verstanden, was du gerade gelesen hast. Du liest einen Absatz aus dem Lehrbuch beispielsweise in Biopsychologie und gibst dann den Inhalt in eigenen Worten wieder. Und zwar nach jedem Absatz. Das macht das Lesen ganz schön anstrengend. Aber warum? Weil du Active Recall nutzt. Das heißt, du rufst die ganze Zeit Informationen aus deinem Gehirn ab. Du weißt direkt Bescheid, wenn du etwas nicht verstanden hast. Du hast direkt das negative Erlebnis, wenn du etwas nicht verstanden hast. Lass dich hiervon nicht entmutigen. Aber dann merkst du mal, wie viel Information einem eigentlich links reingeht und rechts direkt wieder raus. Also passt da auf beim Lesen. Fazit. Am effektivsten ist wohl das Lernen mit digitalen Karteikarten. Warum? Du kannst die Antworten immer per Copy und Paste einfügen, auch in verschiedene Karten, ohne dass du alles immer wieder händisch runterschreiben musst. Du musst auch nicht groß basteln, kannst schnell Grafiken oder Fotos einfügen und du profitierst ganz, ganz einfach von den Vorteilen von Spaced Repetition. Zum Beispiel in Anki wird dir immer wieder vorgeschlagen, okay, die Karte kommt in einem Tag als nächstes, in 3 Tagen, in 7 Tagen, du musst keine Zeit darauf verwenden, die Karten mühselig zu sortieren. Du kannst sie einfach duplizieren, minimal verändern, um nach einem anderen spezifischen Bereich zu fragen. Und du hast sie immer dabei, entweder in der Cloud gesichert oder auf deinem Handy, auf deinem Computer, wo auch immer. Du musst nicht selber auf deinen Karteikartenkasten achten und die Sachen richtig sortieren, Gedanken darauf verschwenden, die Karteikarten ins richtige Kästchen zu packen. Und was, wenn dein Karteikartenkasten irgendwann mal komplett durcheinander fliegt? Das alles kann dir eigentlich digital so nicht so wirklich passieren. Donlosky und Kollegen weisen Active Recall Übungstests, also dem spezifischen Abfragen von Informationen und dem Beantworten dieser Informationen aus dem Gedächtnis, eine hohe Nützlichkeit zu. Wenn du also mehr darüber erfahren möchtest, ich habe dazu ein Video gemacht, wie du effektiv mit Anki Karteikarten erstellst und lernst. Schau dazu einfach hier vorbei. Welche Active Recall Lernmethode gefällt dir am besten? Lernst du am liebsten mit Karteikarten oder machst du lieber den freien Abruf, während du dein Skript durchgehst? Hast du aktives Lesen schon mal ausprobiert? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich würde mich darüber enorm freuen. Wenn du das Gefühl hast, du konntest irgendwas aus diesem Video mitnehmen, dann drück bitte jetzt den Like-Button. Du hilfst mir und meinem Kanal damit total. Ja, und das war's auch schon. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Lasse.